Was wird aus uns, wenn wir das? Was wird aus uns, wenn wir das verlieren? Die Austropop-Welt trauert. Wilfried Scheutz, besser bekannt einfach nur als Wilfried, ist tot. Run, run, Rabbit. Run, run, Rabbit. Run, run, Rabbit. Run. Seinen Fans ist er vor allem durch seine 70er und 80er Jahre Hits wie Laufhase Lauf oder Heidelbeeren bekannt. Heidelbeeren! Ich esse ab heute nur mehr heiße Heidelbeeren. Von 1978 bis Mitte 1979 ist Wilfried Sänger der ersten allgemeinen Verunsicherung und tritt 1988 sogar für Österreich mit dem Song Lisa, Mona Lisa beim Eurovision Song Contest an. Erreicht allerdings mit 0 Punkten nur Platz 21. Immer wieder, sie sieht bei Nacht, braucht ihr Licht. Sie malt sich Märchen ins Gesicht und sie lacht. 2013 musste dem damals 63-Jährigen eine Niere entfernt werden. Vor wenigen Monaten dann die Hiobsbotschaft. Wilfried hat Krebs. Angeblich einen Hirntumor, der ihn rapide schwächt. Ich habe zum Beispiel keinen Gehirntumor, sondern ich hab eine Metastase im Kopf. Das ist ganz was anderes. Ist nicht komplett was anderes, aber es ist was anderes. Es hat eine andere Qualität. Die Gerüchte tauchen dann auf aus allen Ecken und das ist halt so. Also Tatsache ist, dass ich im Moment mit den Umständen ganz gut umgehen kann und das ist doch schon was. Auch wenn sich der Künstler vor kurzem noch ganz gut fühlt, stirbt Wilfried am Abend im Alter von 67 Jahren. Versunken im Dreck, fast poetisch als Vermutung. Ein Bild hinter der Wand, eine komische Distanz, Entfernung mindestens ein Land.